Folge Nummer 43 von Navarion. Ja, letzte Worte waren die, wir müssen Bremsen einbauen. Dafür gehen wir hier rein und der Thomas hatte mir noch geschrieben, dass ich hier unten irgendwo auch abspeichern kann. Ne, da ist es. Gespeiertes Design kann man natürlich da noch dran machen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier eine Bremse noch reinkriegen. Da ist schon einer. Hier hinten geht noch eine hin, ne? Trägheitsdämpfer. Und, ja, das hat gut geklappt, ne? Mit dem Trägheitsdämpfer. Entfernen. Warum möchte er jetzt meine beiden Maustasten nicht gleichzeitig nehmen? So, und dann haben wir den. Steuerung C. Steuerung V. Ja. Wie konnte ich den Fokus noch auf das ändern? Block platzieren, Kamera drehen, Hotkey. Rotieren, skalieren. Hä? F1 Hotkey anzeigen dann. Ankerblock auswählen, Alt links. Nein, das war jetzt nicht richtig. Transformiert zu Dreck. Nee, das will ich nicht machen. Das will ich machen. So, das war die Steuerungstaste. Dann zentriert er das da drauf. Okay, das ist, wir bremsen jetzt noch ein bisschen mehr. Und müssen bestimmt noch viel bauen. Aber was hatten wir jetzt vor? Hier müssen wir noch ein bisschen mehr dran herumbauen eigentlich, oder? Wir haben noch gar keine Waffen und sowas da dran. Tja. Ist auch gar nicht groß was da, ne? Wieso haben wir denn keine Waffen mehr? Haben wir die alle verkauft? Na, Gestürme. Wir haben nur den. Naja, aber wenigstens einen, ne? Dafür brauchen wir wieder einen Bergbau. Das ist auch noch ein Bergbau. Doppeleisen R Abwrackgeschützturm. Den brauchen wir nun nicht da. Hab ich hier irgendwie einen Filter drin? Nicht sortiert. Keine Ränder. Werkzeuge ist nicht. Ja, ist wohl so. So, das Ding muss eine Bremse haben, die haben wir erstmal eingebaut. Jetzt müssen wir erstmal nochmal weiter gucken, ne? Jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte in der letzten Folge noch irgendeine Nachricht, dass irgendein Schiff nichts mehr finden konnte, glaube. Der macht noch Sprünge. Asreiter 3 ist tot. Der macht noch Erze raffinieren. Da werden noch Asteroiden abgebaut. Der auch noch. Okay. Hier gibt es keine Sprünge mehr. Craft ist der jetzt. Craft ist da jetzt zentriert. Na, da bin ich ja drinne. So, der ist schon hier um die Ecke. Und macht nichts mehr. Jetzt springen wir da rein, super. Wollten aber vielleicht eher nach da springen.
Ach, das ist als Reiter, der jetzt springt, ne, oder? Warcraft sind wir ja. Der discovered noch, das ist noch alles gut. Und er springt jetzt darüber, ne, ist er schon. Das kann jetzt wieder nicht sein, ne? Ich habe ihn jetzt ausgewählt. Dachte ich. Das ist doch richtig schön, ne? Ich glaube, wenn er dahin springt, einer von den beiden ist bestimmt ein Sprungtor, ne? Meine ich die Basis? Ich weiß jetzt nicht. Irgendwo hier war die Basis. So, da bin ich jetzt drinnen noch. So. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen ausrichten. Damit wir mehr sehen, ne? Okay. Da hinten gibt es Asteroiden. Was gibt es sonst noch hier im Sektor? Brauerei, Handelsposten. Also, wenn wir was machen wollen, dann sollten wir Lagerraum haben, um hier zu handeln, ne? Okay. So, da kommt das mit den Asteroiden rein. Ja, super. Danke, danke. So, hier gibt's nichts mehr. Das ist die Lady, die nichts mehr hat. So, Lady, dann fliegst du mal dahin. Dann kriegst du da einen neuen Befehl in der Hoffnung, dass da noch was gibt. Asteroiden abbauen. Gibt es hier ein Ressourcendepot? Ja. Ach, und dann gibt es wieder keinen Schritt zum ersten da. Das ist doch doof, oder? Wieso funktioniert das nicht? Wenn ich hier drauf drücke, hätte ich gerne das Symbol zum Wiederholen. Stopp. Und dann kann ich nicht wieder abbauen. Was soll der Mist? Es ist so doof. Jetzt geht's. Ich habe auch das Erzraffinieren richtig nicht angeklickt wahrscheinlich. So, die hat auch wieder ihre Aufgabe. Der Miner hat noch seine Aufgabe. Und der Miner 3 baut auch wohl noch ab. Mit Escape gehen wir da raus. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier in dem Bereich machen. Er ist jetzt hier gelandet. Ist ja auch toll, ne? Jetzt sind die Teile endlich gekommen. Da kann er dann noch durch ein Tor fliegen. Hier ist wohl die Basis dann. Na, der springt jetzt noch da, ne? Ja, und dann kommt er nicht bis noch da. Oder so. Okay, dann ist das geklärt. Ach so. Das machen wir jetzt mal Schiff speichern, ne? Vorlagen, Workshop Schiffsdesign, Workshop Terminal. Machen wir Vorlagen. Okay. Das sind aber nicht meine Vorlagen, ne? Dann mache ich einen neuen Falter, ne? Eigenentwicklung passt. Okay, Enter oder sowas geht nicht. Ist er zu lang oder was? Ah, da unten ist wieder der Chat an, alles klar. Da durfte man nicht Enter drücken, ne?
und aktuelles Design speichern. Das ist es, okay. Ich glaube, dann wollen wir nur noch hier hingehen und alles ist gut. So, im Baumodus sind wir raus. Das Schiff haben wir erstmal soweit fertig. Also nicht fertig, aber abgespeichert. Das, was der Thomas sagte. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir weiter vorankommen. Wir müssten eigentlich jetzt erstmal gucken, dass wir noch ein Dingens finden, so ein Ausrüstungsdock. Aber das gibt es ja hier nicht um Eck. Und einen Kapitän kriegen wir ja auch nicht. Das hat der Thomas auch geschrieben, weil wir noch nicht gut mit denen Freund sind. So, der hat irgendwo ein Torgebühr bezahlt, einer. Okay. Das bedeutet, wir würden jetzt mal kein Tor, das ist Ost, Nordost, nee, das ist nicht das Tor. Nordost ist auch nicht das Tor. Ich brauche das andere Tor, was da ist. Ne, Süd-Südost ist auch nicht richtig. Dann ist es das. Das Westtor. Genau, das wollten wir. Sind wir ganz in der Nähe, dann fliegen wir da natürlich auch mal gerade durch. Okay. Also Geschwindigkeit ist super. Steuern ist ganz schlecht. Ich hoffe, ich komme da rein. Sieht aber gut aus, ne? Jo. Gut, nächster Sektor reingucken. Okay, hier ist einiges los. Gucken wir mal rein, was? Chemikalienfabrik. Schmuckhersteller, Stahlfabrik, Weizenfabrik, Raumjägerfabrik, Ressourcendepot. Ein paar Fregatten sind hier und ein Frachter. Frachter kann man doch fragen, wo sein Heimatsektor ist, oder? Ist immer noch der. Okay, jetzt wissen wir auch, wo wir hin müssen. Alles klar. Noch weiter hoch müssen wir da, um dahin zu kommen. Gut, dann gehen wir mal in die Karte. Und da oben ist es auch markiert, wenn man da genau hinguckt, ne? Home-Sektor. Dann springen wir mal dahin, dahin und dahin. Gut, das haben wir dann auch. Dann die Lady. Haben wir die eigentlich wieder an der Arbeit gekriegt? Ich glaube schon, ne? Ja. Nur eins macht auch was. Reiter 1 macht nichts mehr. Dann sollten wir da mal weiter gucken, oder? Ja, müssen wir, glaube ich, reinspringen. Das hat anders keinen Sinn, ne? In Schiff in Sektor wechseln. Dann gucken wir uns da mal an. Jetzt werde ich hier diese ganzen Blips immer gerade wieder aktualisieren können, ne, oder? Naja, das hat wieder gut geklappt. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Sektor markieren. Sektor markieren. Sektor markieren. So, haben wir sie alle? Ich glaube schon. So, das bedeutet
aussteigen dann. Wieso hat der so ein komisches Zeichen dran? Mobiler Ressourcenhändler, okay. Aber der hat ja nur Dingens, ne? Rohstoff und sowas. Seit dem Buttern. Einen großen Schmugglerring aufgebaut und betrügt seitdem unterwegs Leute. Dieses neue Xotan-Technologie seinen Hyperraumantrieb aufs Extremste verstärkt. Weil jeder ein Stück vom Kuchen abhaken will, er betrügt neue möchte gern Schmuggler, die sich nicht zu helfen wissen. Arme Schweine, aber selbst schuld, die sollten lieber bei ehrlichen Handel bleiben. Anscheinend, okay. Nichts Neues, ne? Wo ist dein Heimatsektor? Schließen. Wo ist dein Heimatsektor? Muss wohl hier sein, oder was? Ah, ne, da. Dann sollten wir vielleicht mal da gerade vorbeifliegen, oder? Koordinaten in den Navi-Computer setzen, aus der Karte rausgehen, ausrichten und springen. Gucken wir mal da, dass wir die Dingens, sag schon, ich weiß aber gar nicht, wie das Verhältnis zu denen ist, da habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst, das müssen wir gerade noch gucken. Neutral, geht also nichts, brauchen wir gar nicht weitermachen. Aber hier ist eine Basis. Ne, da wollte ich rein. Ja, ein Ausrüstungsdock gibt's hier. Ja, dann. Ausrüstungshandel. Quadrantenkarten gehen, aber doch ein bisschen Eisen geht auch. Aber hier ist jetzt gerade kein Bergbaugeschützturm, was ich favorisieren würde. Quantum Hyperraum, Quantum 2 Hyperraum Upgrade. Sprungreichweite plus 3, wiederaufladbare Energie minus 18. Wenn du es fest einbaust, hast du eine Sprungreichweite von 7. Achso, wir haben ja schon eine relativ gute mit diesem Schiff. Also da brauchen wir nicht drüber nachdenken, ne? Wir können gerade noch ein paar Sektoren markieren jetzt hier. So, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, steigen wir gerade hier erst aus und lassen das Schiff gerade mal ein paar Runden hier fliegen, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Spielt aber auch keine Rolle. Die sind auf jeden Fall gleich alle angeflogen. Ich weiß nicht, ob wir hier überall schon waren. Hier auf jeden Fall nicht. So. Und dann haben wir erstmal was entdeckt, oder? Die Runde geht da auch noch lang. Machen wir so noch. Das soll dann erstmal reichen. Der hat zu tun. Wow. Gut, wir sitzen hier und warten, ne? Ne, wir machen jetzt erst ein Päuschen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.